guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Festtagsrezepte, die bestimmt gelingen und einfach zum Nachkochen sind, möchten wir Ihnen auch dieses Jahr bei uns im Koch-Studio vorstellen. Nach der Vorspeise und dem Hauptgang in den beiden letzten Sendungen ist jetzt heute das Dessert an der Reihe. Der Küchenchef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock, der Armin Amrain, ist auch heute unser Gast und verratet uns ein bisschen später, was er sich das mal ausgedacht hat. Grüezi miteinander. Kaum etwas anderes empfiehlt sich als Abschluss eines Festessen besser als die verschiedensten Herd-, Halbherd- und Weichkäse, die Sie in unseren Selbstbedienungsrayons auswählen oder im Offenverkauf abschneiden lassen können. Armin, was würden Sie selber aussuchen für eine Käseplatte zum Dessert? Schmecker sind ja bekanntlich verschieden. Aber ich persönlich würde darauf schauen, dass von jeder Gattung ein Vertreter dabei ist. Also zum Beispiel ein Herd- und ein Halbherdkäse. Ein Weisschimmel, ein Rotschmier und ein Blauschimmelkäse. Und zum Ausgarnieren vielleicht auch noch ein paar Sprienzrollen und Tetemoine-Rosetten. Einige von diesen Spezialitäten, die auf keiner Käseplatte fehlen sollten, offerieren wir Ihnen jetzt besonders günstig. Lassen Sie sich also verführen. Wenn Sie die bisherigen Festtagsrezepte verfolgt haben, dann wissen Sie ja, dass man auch an den Festtagen nicht muss auf Produkte aus biologischer Landwirtschaft und tiergerechter Haltung verzichten muss. Auch beim Käse ist das nicht anders. Neben dem Bündner Bergkäse und dem Tilsiter offerieren wir Ihnen auch Appenzeller unter dem Coop Natura Plan Label. Jetzt ist es aber höchste Zeit für das eigentliche Rezept von Armin Amrain. Für den Gratin von Äpfelscheiben mit Vanilleglasse. Richtig, und zwar Äpfel schälen, in Kerne und in dünne Scheiben schneiden und kurz in Zuckersirup pochieren. Lassen erkalten und mit Calvados marinieren. Rosinen in Raum einlegen. Eigelb und Puderzucker schaumig rühren. Marzipan durch ein Sieb drücken und langsam drunter rühren. Gerade eine Frage zu diesem Punkt. Warum durch ein Sieb? Damit es nachher keine Klümpen gibt. Die bringt man nämlich nie mehr raus. Und das wäre doch schade. Wenig Calvados oder Vanillemark einrühren. Dann einen Löffel Rahm und einen Löffel Gratinmasse drunter haben. Quittenschlee in tiefe Teller verteilen. Die abtropften Äpfelscheiben kreisförmig drauflegen. Die Rosinen drüber streuen und mit der Gratinmasse bedecken. Dann mit Puderzucker bestäuben und goldgelb gratinieren. Und warum der Puderzucker schon vorher? Weil es dann viel schöner gratiniert. Und weil sich heiß und kalt ja gut ergänzt, kommt zum Schluss noch eine Kugel Vanilleglasse dazu. Übrigens einer von 9 Rezeptvorschlägen, die Sie im Coop-Festtagsmagazin in aller Ruhe nachlesen können. Danke, Armin. Ein richtiges Dessert zum Schmelzen. Neben der Vorbereitung fürs Festessen dreht sich 2 Tage vor Weihnachten alles ums Schenken. Zusammen mit zahlreichen Spenderinnen und Spendern hilft die Coop-Patenschaft für Berggebiete auch dieses Jahr, bedürftigen Bergbauern das Leben ein bisschen leichter zu machen. Mit ihrem Beitrag unterstützen sie ausgewählte Projekte zugunsten von Familien, die es wirklich nötig haben und helfen mit, unsere Berglandschaft auch künftigen Generationen zu erhalten. Für ihre Spende auf das Postcheckkonto 40 843 7 danken wir Ihnen jetzt schon ganz herzlich. Auch diese Woche haben wir jetzt noch den Hinweis auf ein paar besonders günstige Aktionsangebote. Mondial Orangensaft im Multipack kostet 5,40 €. Und Schinkengipfel von Goldstar 8,90 €. Morgen ist Weihnacht und Sie haben immer noch keine Geschenkidee. Da ist sie. Ein Rewatch aus der neuen Winterkollektion. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen und sofort profitieren. Das war es aus dem Coop Festtagsstudio. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.